Wunderbare Dekoration muss bezahlt werden, der rote Teppich und so weiter. Und auch das muss bezahlt werden. Das Gesundheitsministerium des Landes Hamburgs, also herzlichen Dank. Ich möchte dem Blechenkarree danken, denn ohne die Unterstützung des Blechenkarrees wäre die EZ-Hilfe gar nicht auf die Idee gekommen, hier eine Veranstaltung zu machen, weil ein bisschen Geld ist nämlich notwendig, damit das passiert. Und das Blechenkarree hat gesagt, selbstverständlich, wir beteiligen uns am Projekt. Das ist nämlich eine wichtige Sache und die findet hier schließlich bei uns im Haus statt. Und da sind wir auch als Unternehmen, quasi als Blechenkarree, natürlich auch mit dabei. Außerdem möchte ich Danke sagen, das habe ich nämlich heute noch nicht gesagt. Ich möchte Danke sagen der Katrin. Die Friseusin Katrin, die nämlich in Forst bei Haar Ambiente arbeitet. Katrin ist nämlich dafür zuständig, meine Frisuren zu gestalten. Ja? Ich komme immer hin, ja, mit einem Wäschetrog voll mit Haare und sage, Katrin, es ist wieder soweit, es wieder geht Gala, 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 du musst was Schönes zaubern. Und dann steht sie davor und sagt, ah, was hättest du denn gerne? Heute mal so, morgen so und dann darf ich meine Wünsche äußern, ja. Und diesmal habe ich gesagt, sag du, Gala, wir haben roten Teppich, das muss ein bisschen was hermachen, ne? Hochzeitsfrisur hätte ich gern, ja. Wir dürfen ja jetzt auch heiraten, ne? Homosexuelle dürfen jetzt auch heiraten, ja. Nicht nur Lebenspartnerschaft, heiraten. Und Hochzeitsfrisur dachte ich nur, das ist schon angemessen, ne? Ich sage, du, bastel mir was Schönes zurecht, das hat nicht lange gedauert, hat sie nicht angerufen, hat gesagt, Schari, kannst abholen, komm. Ach, ich sag, du bist ein Schatz, ja. Geh ratzi-fatzi. Also, der Katrin möchte ich danken, die hat meine Haare gebastelt. Dem Sascha möchte ich danken in der Mühlenstraße, der hat mir meine Nägel konstruiert. Dem Duschka Nähmaschinen-Service möchte ich Danke sagen, weil der hat dafür gesorgt, dass ich überhaupt in dieses Kleid reinpasse. Ne? Weil wenn man das bestellt, dürfen sie angeben, wie viele Zentimeter sie hoch haben. Ne? Können sie doch davon ausgehen, dass wenn sie das Ding anziehen, denken, sag aber, habe ich das so angegeben? Ne? Dann schlappert er oben, dann schlappert er unten, dann war es wieder zu lang. Ich dachte, ey, ich habe doch vorher alles gemessen, was haben die denn da gemacht? Na, jedenfalls muss ich da zur Duschkanne-Maschinen-Service hin. Ich sage, hier, da war es ab, da war es rein, oben Trägerchen, unten. Die Schneiderin dachte, ach du Grünmäuschen, das ist doch noch mit Paillette. Paillette ist ganz schlecht, weil wenn sie unten was abschneidet, dann kann es sein, dass es runterrauscht. Ja, dann steht man sozusagen aufgetrieselt da. Ich sage, wenn ich im Blechenkarree anfange zu trieseln, ich sage, ich mache keinen Ratschlag, keine Angst, aber wenn ich anfange zu trieseln, komm ich noch Sonntag zu dir ins Geschäft, egal ob du aufmachst oder nicht, dann wird das repariert. Hat es nur geschmunzelt, wenn es brauchst, keine Gruppe. Naja, das ist alles kein Problem, das geht. Nähmaschinen-Service hat also mich hier in das Kleid reingepresst. Die wollte immer, dass ich das anziehe, wo ich ihr das hingebracht habe. Ich sage, aber das hier bringt nichts, wenn ich das da anziehe. Ich sage, hier muss noch ein bisschen Oberbauch rein, den habe ich jetzt nicht mit. Da hat sie Spaß gehabt, die Gute. Das ist sowieso eine Seele von Frau, sage ich euch. Nähmaschinen-Service, Duschka, die sind nett. Und die hat auch gesagt, ich spende das. Braucht also nichts bezahlen. Und das ist was, was wir im Cottbus immer wieder mal erleben mit der EZ-Hilfe, dass Unternehmen sagen, ja, wir unterstützen, wir geben ein bisschen Geld. Wir geben auch Geld, was raschelt. Und die, die kein Geld geben können, was raschelt, da nehmen wir auch das, was klimpert. Ne? Das kann Euro sein, können 10 Cent sein. Storch Viktor ist heute fleißig am Sammeln und klappert für die EZ-Hilfe. Der ist ja schon ein paar Tage älter, der klappert sowieso schon so ein bisschen, auf den müssen wir gut Acht geben. Ja? Der ist heute den ganzen Tag unterwegs hier in diesem wunderbaren Haus und sammelt und sammelt und sammelt.